Moinsens und herzlich willkommen, Entschuldigung, zurück zu einem neuen Let's Play von Payday 2. Heute gibt es Heat Street, den schwersten Eis aus Payday heißt, den klassischen Eis, auf One Down. Ihr seht, es werden gerade die letzten Lebenstipps gegeben, die letzten Überlebenshilfen. Und ich würde es mal sagen, liebe Freunde, erster Try. Ich bin gespannt. Auf geht's. Der Anfang ist das Problem. Sobald man den Anfang geschafft hat, denke ich, ist man gut dabei. Tut mir leid, dass ich gerade nicht so viel sage, aber ich bin etwas aufgeregt. Das ist gerade der komplett erste Try, den ich für Heat Street One Down mache. Also Ziel ist am Anfang einfach nur probieren, irgendwie durchzupesen. Aber Steffix hat gerade schon auf die Fresse bekommen. Na sch. Und da hat mich mein Vater wieder genervt. Tut mir leid. Oh. Steffix ist schon mal in Custody. Das läuft ja schon mal gut. Aber immerhin sind wir jetzt da. Yes! Okay. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Wir sind noch nicht in Custody und sind da. Okay. Also als nächstes generell bei Heat Street geht es darum, wohlgemerkt. Das Interessante ist, Heat Street ist quasi ein Sequel zu Heat Street im Original Payday the Heist. Ihr müsst euch also das vorstellen kurz. Wir jagen zum zweiten Mal denselben Typen auf derselben Map mit denselben Ereignissen. Mit demselben Ende, nur dass der Kontext diesmal ein anderer ist. Damals wurden wir um, ich glaube, Druckerplatten beschissen. Und heute geht es um Informationen über Jiro's Son, denn dies ist das 10-tägige Event zu, ja, zu Jiro's Sohn. Es geht darum, Jiro's Sohn zu finden. Ich kann euch da nochmal einen Link in die Beschreibung packen. Und das war jedenfalls am Tag 2, wo das rausgehauen wurde. Dieser heißt. Heute ist Tag 3. Nee, Tag 4. Gestern war Tag 3. Und ich bin einfach mal gespannt, wie sich das jetzt macht. Heute gibt es einen Spielmodi, wenn ich das richtig gelesen habe. Oh, von daher. Ich bin gespannt. Okay. Der härteste Part ist dann eigentlich eher zu entkommen. Also den dann zum zweiten Mal zu entkommen. Ich muss aufpassen, dass nicht das passiert. Ja, shit. Da ist er schon grau. Oh, Scheibenkleister. Also ich habe gerade ein Set, was mir vom lieben Steffix, der... Alter! Gerade in Kasse, die ist empfohlen wurde. Aber scheiße, ich muss aufpassen, dass ich nicht gleich bei Zivis mitstecke. Ich muss übrigens auch, tut mir leid, dass ich etwas weniger spreche.
Aber ich bin momentan etwas erkältet. Ich war auch letzte Woche nicht wirklich in der Schule. Als aktiv habe ich eigentlich mehr unter Fieber irgendwie gezockt und habe es irgendwie gekriegt, ein bisschen Payday zu zocken. Aber jetzt inzwischen geht es zumindest wieder so weit gut, dass ich ohne Probleme richtig zocken kann. Ich glaube nicht, dass es bisher schon einen Run, also auch bestimmt. Bestimmt gab es schon jemanden, der den heißt schon auf One Down geschafft hat und schon hochgeladen hat. Aber dann bin ich wenigstens einer der Ersten, dann render ich hier noch gleich das Video und dann... Ich bin zuversichtlich. Ich habe auch überlegt, ob ich ein Guide machen sollte zu den ganzen Postern und der Schildkröte. Denn ich kenne jetzt die ganzen Spots. So. Tut mir wirklich leid. Ja, und da habe ich mir überlegt, ob ich einen mache. Aber ich habe es dann gelassen. Beziehungsweise ich wahrscheinlich werde ich es lassen. Kommt drauf an, was ihr wollt. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Von daher. Also es gibt halt schon genügend Guides, auch Steam-Guides. Alter. Ja. Milfucker carried uns. Ganz kurz zur Info. Das ist der Typ, der schon 2.000 Stunden hier in Payday hat. Oh oh, ich glaube, ich gehe jetzt down. Ja. Da hat mich der Dozer zerstört. Boy. Das ist zum Kotzen. Loud One Down ist zum Teil einfach zum Kotzen. Aber dazu gibt es dann diese Harry Potter's Stefix und Mifucker. 14 Kills. Schon irgendwie witzig. Ah ja, genau. Ja, ja, ich darf jetzt das Objective machen, also seid schon mal auf eine sehr actionreiche View gespannt. Die nächsten 10 Minuten werdet ihr pures Arschgeschnüffel und auf die Fresse kriegen. Bis sehen. Macht euch bereit. Wie gesagt, tut mir leid, dass ich wirklich gerade so still bin, aber ich muss mich einfach konzentrieren. Normalerweise würde ich, oder zumindest mit jemandem im TS drin oder so, wäre schon eine feine Sache, aber leider geht das gerade nicht. Wie gesagt, ich muss ein bisschen aufpassen, mein Set ist noch nicht komplett Level 100. Deswegen fehlt mir momentan noch zwei unwichtige Skills und der meiner Meinung nach mit noch wichtigsten Skill, nämlich der... Oh Gott, wie heißt es? Swansong Ace. Oh shit. Der Rest ist eigentlich schon soweit so gut, sag ich mal. Aktiviert. Oh shit. Oh nein! Sniper! Fuck. So eine Scheiße. Oh, scheiße. Das wird böse für mich enden. Ich möchte nur kurz sagen, dass es immer noch der First Try ist. Aber das Schwerste haben wir noch vor uns. Und wie gesagt, falls ihr dieses komische Geräusch ganz kurz mal hört, das ist, weil ich mich muten muss von Zeit zu Zeit. Alter. Milfucker rasiert komplett. Also, tut mir leid, dass es etwas langweilig für euch ist.
Ich bin derjenige, bei dem ihr 75 Detection und Safe Videos seht und nicht wirklich irgendwelche krassen Lautsachen. Oh nein! Oh, bei mir sieht er nämlich einfach nur, wie man ganz kurz abbrechen geht. Huh. Ey, das wäre jetzt richtig, richtig dumm gewesen. Und bisher ist kein einziger Zivil gestorben. Interessant. Wir machen uns. Und ein Katzenposter. Tut mir leid. Bitte nicht mich fokussieren. Oh nein. Nein, man haben wir nicht das AIDS-Turret da hinten. Turret. Das AIDS-Turret da hinten. Mit dem Turret ist es fast unmöglich. Oh, nur noch 4 Gegner. Okay. Scheiße. Hätte der sich noch um 30 Sekunden verzögert, dann wäre es echt gut gewesen. Tut mir leid. Weil jetzt müssen wir es schaffen, nach ganz oben auf den Hügel zu kommen, bevor der Assault richtig abgeht oder beziehungsweise losgeht. Weil ich sagen muss, das Gefäßstück, das hier haben wir jetzt glücklicherweise geschafft. Nee, Quatsch, das kommt jetzt noch hier, das mit das behinderte Stück. Also wie gesagt, wir müssen es jetzt noch irgendwie schaffen. Zumindest noch 30 Meter sollten wir ihn noch nach vorne kriegen. Wenn wir das schaffen, dann sind wir so gut wie safe. Das sieht ziemlich gut aus. Damit hätte ich dann übrigens auch die letzten... Oh, da kann ich nicht durchschießen. Dann hätte ich zumindest auch erstmal die letzten Achievements für... Das letzte Achievement für diesen heißt, muss ich sagen. Oh nein. Oh nö, oh nö, oh nö, oh nö. Dieser Spruch von Jacket gerade. Der war nicht schlecht. Oh scheiße, warte mal. Ich geh mal hier hin. So, da ja gerade keiner Matt macht, muss ich mich mal wieder darum kümmern. Weil Matt ist eigentlich so gut wie safe. Scheiße, bitte nicht. Ach komm. Ja, alleine werde ich vielleicht jetzt Probleme haben. Ey, komm, das ist nichts mehr, was der Typ jetzt zurücklegen muss. Komm schon, Matt. Du kannst das. Ja, danke. Oh, nein, nein, nein. Oh nein, wir müssen jetzt... Oh, scheiße. Ich glaube, wir müssen jetzt hier, oder? Das Problem ist nämlich, wenn man nicht schnell genug ist, beziehungsweise nicht alles schafft, dann sagt ihr, ja, sorry, Bros, ist gerade scheiße, aber so nach dem Motto. Dann müssen wir den Hügel wieder runter. Und Halleluja, ich bin sowas von out of ammo. Gegner und ich sehe keinen hier. Ich muss jetzt hier mal ganz kacken reißen, ein bisschen Ammo. Over here.
das, meine lieben Freunde, war dann Heat Street im First Try auf One Down. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Nevermind. Ja, das war Heat Street auf One Down. Ich hatte eigentlich mehr Respekt davor, aber das war die Mega-Zerstörung. Ja, das war's von mir. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn es gefallen hat, lasst euch ruhig mal einen Daumen da oder lasst mich in den Kommentaren wissen. Bis dahin, haut rein. Ciao.